Alright, heute geht's hoffentlich endlich zur Unterkunft. Was ist eigentlich mit euch? Ja, wir können euch umknüppeln. Jetzt habe ich schon fast ein schlechtes Gewissen, aber... Dann irgendwie auch wieder nicht, ne? Okay. Wir haben unsere Markierung da auf der Karte und versuchen dahin zu gehen, I guess. Ich weiß nicht, ob da immer noch Polizei jetzt steht. Sieht aber aus, als hätten die Platz gemacht. Und hier müssen wir ja auch nicht wieder rein. Hier waren wir ja schon in der Bar. Weiß nicht, sagen wir dem Fischtypen noch Bescheid? Sollen wir mal gucken, ob der noch da wäre? Ich weiß nicht, ob der sauer auf uns ist. Weil wir sein Problem ja nicht gelöst haben. Die Tür gibt nicht nach. Okay. Der hat sich aus dem Staub gemacht. Aber besser ist das, denn, ja. Wir haben gesagt, er sei jetzt einfach tot. Also tut er besser auch so, als wäre er tot. Ah, jetzt ins nächste Viertel. Nehme ich an, eine Cutscene. Oh. Oh. What's happening? Oh shit. Okay, es ist nur ein Traum. Wo sind wir? Ich wollte doch nur zu unserer Unterkunft. Verschollen im Meer. Robert Throckmorton finanzierte eine Expedition, um der Ursache für die Massenhysterie in Oakmont auf den Grund zu gehen. Dabei sollte der Meeresgrund nahe Oakmont untersucht werden. Der Kontakt mit der Expedition brach schon bald ab. Offenbar war Albert Throckmorton, der einzige Überlebende, wurde bei seiner Rückkehr jedoch ermordet. Ich wurde damit beauftragt, andere Teilnehmer der Expedition ausfindig zu machen, ob sie nun tot sind oder noch am Leben. Robert Throckmorton erwartet mich mit meinem Bericht in seinem Haus im südlichen Teil des Bezirks Oldgrove. Okay. Kleidung freigeschaltet, Trenchcoat. Oh, die Outfits waren super hier. Ja, wir sind in einem Zimmer, das ist gut. Vielleicht haben wir einfach den Shortcut genommen. Was haben wir denn hier? Das ist das Foto aus dem Intro, ne? Wo dann die Gesichter aber so verzerrt waren. Die Mannschaft der Cyclops. Semper Fortis, Brüder. Gibt es da noch was an der Rückseite oder so? Nee. Okay. Ja, sehen alle sehr matrosig aus. Die Mannschaft der Cyclops. Ja. Semper Fortis, Brüder. Die Cyclops. Na gut. Mein Tagebuch Teil 1. Ich weiß nicht, warum die USS Cyclops gesunken ist. Ich erinnere mich nur an Schreie, knarzendes Metall, hereinströmendes Wasser und die schlimmsten Kopfschmerzen, die ich je hatte. Ich fand mich im Wasser, umgeben von Seetang wieder und konnte mich auf eine kleine Insel retten. Als man mich dort fand, war ich halb verhungert und murmelte im Wahn Dinge über uralte Ruinen und ihre Bewohner. Angeblich war nichts davon real, aber ich erinnere mich ganz genau und die widernatürlichen Fähigkeiten, die ich seitdem habe, bekräftigen dies. Ich entdeckte auf dieser Insel etwas Altes, Finsteres, Schreckliches und es verfolgt mich noch immer. Okay. Und... ist die Frage, ob es noch andere Überlebende auf der Cyclops gab. Bisschen windig hier, ne? Was haben wir hier? Noch eine weitere Nachricht. Ein Hilfegesuch. Werter Mr. Reed, ich weiß, dass Sie der Privatdetektiv sind, der den Mörder vom Hafen aufgespürt hat. Mein Leben ist in Gefahr und ich kann niemanden in dieser Stadt trauen. Bitte kommen Sie auf mein Zimmer. Es liegt gegenüber dem Ihren. Ich bin verzweifelt. Mit meinen Studien habe ich dunkle Mächte angelockt. Sie stellen mir nach und werden mich bald holen kommen. Mein Schicksal ist besiegelt, aber die 7 Bücher müssen um jeden Preis gerettet werden. Falls ich nicht mehr da sein sollte, sucht sie auf meinem Zimmer nach meinen Notizen. Das Wissen in den Büchern darf nicht verloren gehen, denn es könnte für unsere Art die letzte Hoffnung auf Erleuchtung sein. Bitte werden Sie zum Träger dieses Lichts, denn ich habe versagt. Ich glaube, das ist aus einer Nebenquest. Kann das sein? Was haben wir hier noch? Eine Münze? Nee. All that we see... Kann man das auch drehen, dass man was lesen kann? Ah, von Charles Reed, von uns. So,
Kriegen wir das noch irgendwie gedreht? All that we see or seem is just a dream within a dream. Nie wieder, hoffe ich. Okay. Weiß nicht genau, für was das eine Marke ist. So, dann haben wir hier gutes Laudanum. Ah, egal wie viel von der Medizin ich nehme, die Visionen hören einfach nicht auf. Okay, und den Kleiderschrank. Oh, sehr viele Outfits sind noch gelockt. Wir haben hier den Neuankömmling und den unbeschwerten Neuankömmling. Ah, ohne Rucksack. Mantel haben wir hier noch. Sommerfrischler. Also wir werden auf jeden Fall einiges rumwechseln, sobald wir es freigeschaltet haben. Ich glaube, das schaltet man mit den Quests frei und es gibt, ja, mein Lieblingsoutfit hier. Oh, ich liebe dieses Outfit. Ich bin sehr viel darin rumgerannt, weil es in den Cutscenes einfach sehr blöd aussieht. Gut, aber wir haben erstmal nicht viel. Sollen wir mal... Der Sommerfrischler fällt hier schon auch ziemlich raus, ne? Da sehen wir so unmüde aus. Das können wir ja mal nehmen zur Abwechslung, ne? Jetzt hier so ein bisschen am Anfang. Gibt es hier noch ein bisschen was zu krabbeln? So, lobe ich mir das? Oh ja, oh, das ist viel. Wunderbar. Und noch ein Brief hier. Zerknitterter Brief, Mr. Reed. Sie gehören zu den wenigen Menschen, die Leute wie mich gut behandeln. Und dafür möchte ich Ihnen mit einem Ratschlag danken. Verschwinden Sie von hier. Retten Sie Ihr Leben und überlassen Sie diese Drochstadt den Tiefen. Stochern Sie nicht in den Geheimnissen von Oakmont herum. Sie sind es nicht wert. Es gibt hier nichts mehr, das einem lieb und teuer sein könnte. Ich glaube fest daran, dass Sie einen Weg finden können, zu fliehen. Bitte beherzigen Sie diese Zeilen. Lewis Flynn, ich erinnere mich. Hier sind immer wieder Briefe aufgetaucht, wenn man Quests abgeschlossen hat, je nachdem, wie man sich entschieden hat. Ich glaube, das war's. Wir sehen uns sogar fast in dem Spiegel hier. Ja, wir müssen gegenüber, würde ich sagen, hin. Für den DLC-Content? Was haben wir denn hier? Fast übersehen. Mitteilung von Johannes van der Berg. Mr. Reed, wie scheint, haben Sie sich bei den Ermittlungen für Mr. Throckmorton überanstrengt. Ah, der hat uns hierher gebracht, oder was? Ich hoffe, Sie verzeihen mir, dass ich so dreist war, Sie ungefragt ins Devil's Reef zu bringen, als Sie bewusstlos waren. Bitte passen Sie in Zukunft besser auf sich auf. Ich kann nicht jedes Mal zur Stelle sein, wenn es brenzlig wird. Ja, ich weiß gar nicht genau, woran das jetzt gelegen hat, dass uns so schlecht ging. Oh, ich darf hier einfach rein. Oh, looten. Looten, looten, looten. Wie sieht es denn eigentlich so aus an der Patronenfront? Wir haben jetzt auch noch einen Revolvi, wie es scheint. Okay, wo kommen die anderen Waffen her? Wir haben noch die Maschinenpistole. Woher kommt der Revolvi? An die Kamera natürlich. Oh, unsere HP sehen auch nicht so saftig aus, ne? Muss man sagen. Was gibt's denn hier so? Verschollene Meer? Das ist unsere Hauptquest. Ah ja, die mystischen Bücher jetzt. Das sind unsere Nebenquests. Interessant. Dokumente, das sind die, die wir eben gelesen haben. Genau, ich wollte, glaube ich, hier gucken, genau. Hier können wir uns theoretisch noch ein bisschen... ich würde sagen, es ist noch okay, was wir an Munition haben. Wir bewahren das noch ein bisschen auf. Ich weiß gar nicht, ob das irgendwann zu wurde. Also, ob das Inventar volllaufen kann und man da nichts mehr mitnehmen kann. Das weiß ich jetzt gar nicht. Aber ich bin mir gerade noch ein bisschen unsicher, für was man zuerst... Schüsse fertigt, was wichtiger ist, wisst ihr? Welche Waffe wir am ehesten gebrauchen, da bin ich gerade noch ein bisschen unsicher. Gut, ja, hier war nicht so viel drin. Dann gucken wir mal weiter. Hier ist zu. Das sollte das Zimmer gegenüber von uns sein. Sehr viel Okkultes und anscheinend auch viel zu lesen, aber wir arbeiten uns mal gerade durch. Die Albträume. Ich habe die Fenster verrammelt und die Tür abgeschlossen. Die Männer des Gelben Königs sind schließlich nur Menschen. Reinkommen werden sie jetzt sicher nicht mehr. Tja, nun bin ich allein. Allein mit diesen Albträumen. Schon bald werde ich ihren Sinn verstehen. Buch von Meer. Die Fische erzählen sich von einem nächtlichen Treffpunkt nahe dem Anwesen der Blackwoods am südlichen Ende der Whisper Street. Die Einheimischen meiden diese Gegend im östlichen Teil der Grimhaven Bay, da sie offensichtlich Angst vor denen haben, die sich in der Nähe der halbfertigen Schiffe treffen. Man sagt, dass bei diesen Treffen aus einem verfluchten Buch vorgelesen wird, dass die Zuhörer so verrückt nach dem Meer macht, dass sie hineinspringen und ertrinken.
Die Person, die aus dem Buch vorliest, steht auf einem verfluchten Boot, das vom Nebel umhüllt ist. All jene, die sehen, wie es die Küste erreicht, werden wahnsinnig oder verschwinden spurlos. Oh, das klingt nach einer grausamen Geschichte, ist ja fürchterlich. Dann haben wir noch ein verhextes Buch. Die Legenden aus der Region sind vielleicht mehr als reine Aberglaube. Ein Dutzend Hexen wurde an einem großen Apfelbaum gehängt, der immer noch in der Nähe der Moosmühle steht. Unter den Aufzeichnungen befindet sich ein Geständnis. Eine der Hexen gestand, dass ihnen der Teufel höchst selbst ein Buch mit machtvollen Sprüchen vermacht hatte. Das Buch entzieht sich den Blicken Sterblicher und wartet, bis die Hexen wiedergeboren werden und zurückkommen, um es zu holen. Die Hexe, die einst dieses Geständnis niederschrieb, wohnt irgendwo nördlich der Kreuzung Communion Road und Museum Avenue, im östlichen Teil des Bezirks Reed Heights. Ob das Buch noch dort ist? Aber wir haben auf jeden Fall Ortsangaben hier dabei, das ist sehr, sehr gut. Das Buch vom Riesenrad. Ich hatte einen solch intensiven Traum, dass meine Hände immer noch zittern. Mitten in der Stadt stand ein großes Riesenrad. Die Menschen fuhren höher und höher und dann an der höchsten Stelle hinunterzuspringen. Als immer mehr Leichen am Boden lagen, stieß mich die Menge zum Riesenrad. Ich erblickte einen Mann mit einer Ledertasche, der im Zentrum des Riesenrads stand und aus einem Buch vorlas. Seine Worte hielten das Riesenrad in Bewegung und lockten die Massen an. Könnte etwas dran sein an dieser Vision? Im Park nahe der Century Avenue und der Beacon Street im westlichen Teil des Bezirks Old Grove steht ein Riesenrad. Aber wo könnte das Buch sein? Okay. Hier hat er geschlafen. Ein wartendes Buch. Die Kirche zu bauen war eine Buße. Tag für Tag schuftete er ohne Lohn. Er schleppte Steine und legte sie auf die feuchte Erde von Salvation Harbor. Wenn er abends in sein Haus hinter der Kirche zurückkehrte, konnte er nicht einschlafen. Das Buch, das einst seine Vorfahren über den Ozean brachten, verlangte nach ihm. Als der Bau der Kirche abgeschlossen war, fand der Priester ihn baumelnd am Glockenseil. Doch das Buch wartete immer noch darauf, dass jemand kommt und darin liest. Das Haus des Kirchenerbauers befindet sich in der Old Church Road zwischen der Seven Oak Street und der Windheim Street im Zentrum des Bezirks Salvation Harbor. Selbst nach der Flut will niemand in dem Haus wohnen, weil es nach wie vor einen schlechten Ruf hat. Okay. Und Loot. Nice, Schießpulver. Oh Gott. Amazing. Und das versteckte Buch. Es war nicht leicht herauszufinden, wo sich dieses Buch wahrscheinlich befindet. Nachdem es aus dem Throckmorton Museum gestohlen worden war, kaufte es ein hiesiger Chirurg, der nach der Flut tot in seinem Haus aufgefunden wurde. Ich sah mich dort um, aber vergebens. Allerdings könnte das Buch auch an einem anderen Ort sein, da die Privatklinik, in der Chirurg gearbeitet hat, ist verlassen. Laut Archivaufzeichnung befindet sie sich in der Bourbon Road, zwischen der Innsmouth Road und der Oak Street im westlichen Teil des Bezirks Reed Heights. Okay, und hier sind noch zwei. Das Buch im Bankgebäude. Mit den Einheimischen ins Gespräch zu kommen ist nicht leicht, aber dieser alte Knabe gehört bisher zu den sonderbarsten Oakmontern. Er redete über das Buch und als ich es ihm abkaufen wollte, lachte er nur. Ich habe es am sichersten Ort der Stadt zurückgelassen und so viel gezahlt, dass es dort bis zum Ende aller Tage bleibt. Sollte der Ort nach der Flut vergessen sein, umso besser, denn das Vergessen ist der beste Wächter. Ich schätze, er meint damit das verlassene Bankgebäude im nördlichen Teil des Bezirks Advent, in der Forefather Street zwischen der Helock Street und der Windhurst Avenue. Allerdings ist es dort für mich wohl zu gefährlich. Und das Buch in der Ruine. Einige Frauen hier erzählten sich von einer Häuserruine im Zentrum des Bezirks Coverside, nahe dem Sendemast an der Kreuzung Landing Avenue und Kingsport Street. Sie sagten, die Geister des Hausbesitzers und seiner Familie würden immer noch ein unheiliges Buch lesen. Mehrere Neuankömmlinge, die sich in dieser Ruine niederlassen wollten, sind verrückt geworden. Okay, ich glaube, jetzt haben wir Informationen zu jedem Buch, wie es scheint. Wir können nochmal kurz hier in unsere Fallmappe schauen. Da sollten jetzt, yes, 7 Hinweise sein. Die werden wir auf jeden Fall mitnehmen. Wir werden jetzt nicht hier unbedingt sofort hinrennen, aber wir kommen nacheinander an den verschiedenen Orten vorbei. Oder werden zwischendurch immer mal wieder ein Buch einfach markieren und dort dann hingehen. Weil ich glaube, das war eine ganz coole Quest. Und an ein paar Orte erinnere ich mich noch so ganz leicht. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Genau. Aber jetzt schauen wir uns erstmal hier um. Die Tür gibt nicht nach. Hier ist nämlich noch eine Nachricht. Passen Sie auf, Mr. Archer. Ich habe gesehen, wie Sie Gegenstände in Ihr Zimmer gezogen haben. Passen Sie auf den Boden auf, da ich Ihnen sonst jeden Kratzer in Rechnung stellen werde, der Hotelbesitzer. Wie Sie Gegenstände in Ihr Zimmer gezogen haben? Die Tür gibt nicht nach. Das ist ja verdächtig.
Okay. Was ist hier oben noch? Erstmal hier im Hotel umschauen, wenn wir schon mal da sind. Gibt es hier noch Loot? Ah, hier ist offen. Okay. Nehmen wir doch mit. Scheißpulver und Alkohol. Und eine Notiz. Zu viele Zufälle. Der Leuchtturm leuchtet nicht mehr. Mehrere Schiffe irrten deswegen auf dem Meer umher und manche von ihnen verzieren nun die Strände der Stadt. Es gibt einen geschäftstüchtigen Kerl am Hafen der Stadt, der Schrottsammler damit beauftragt, Schiffe zu bergen. Er verkauft sie und erwirtschaftet damit ordentlich Profit. Das kann kein Zufall sein. Ich muss der Sache nachgehen, wenn es nur nicht so unglaublich schwer wäre, sich in dieser Stadt zurechtzufinden. Okay, noch ein Ermittler vielleicht hier, wie es scheint? Scheint ja hier ein richtiger Treffpunkt zu sein. Ich glaube, die grünen Türen gehen einfach generell nicht auf. Kann das sein? Oh. Wer ist denn er? Okay. An sich aber erstmal langweiliges Zimmer. Auch mit unserer Special-Kraft geht hier keiner. Okay, und hier ist natürlich dann auch wieder zu. Gut, gut, gut. Hier ist nichts Interessantes für uns. Endlich sind Sie wach. Moin. Also, wenn Sie hier bleiben wollen, Mister, dann machen Sie in Zukunft nicht so einen Krawall. Krawall? Ich habe doch gar nichts gemacht. Krawall? Ich weiß nicht, was Sie meinen. Meine Gäste haben sich anständig zu verhalten. Gestöhne, Gegröle und dergleichen will ich hier nicht hören, verstanden? Habe ich vielleicht geträumt? Okay, tut mir leid. Ich weiß zwar nicht wirklich, was vorgefallen ist, aber ich reiße mich zusammen. Tun Sie das, denn sonst müssen Sie unter der Brücke schlafen, wie die anderen Neuankömmlinge. Sie sind nicht gerade nett zu Ihren Gästen. Aber ohne sie könnten sie ihr Hotel dicht machen. Die Neuankömmlinge, die seit der Flut hierher kommen, sind doch alle verrückt. Was meinen Sie damit? Sie können sich nicht vorstellen, was für seltsame Notizen und Bücher ich auf ihren Zimmern finde, wenn sie wieder weg sind. Die taugen nur für den Herd in der Küche. Darf ich einen Blick darauf werfen? Wusste ich's doch. Niemand mit klarem Verstand würde sich dafür interessieren. Aber Sie wollen natürlich einen Blick darauf werfen. Natürlich. Gut, wie Sie meinen. Sie können den Krempel haben. Nicht, als hätte ich es nicht eh schon genommen. Ah, das sind noch mehr Sachen. Okay, oh mein Gott, das ist tatsächlich sehr, sehr viel. Kann ich ihn beklauen? Tja, sind das jetzt alles noch Nachrichten, die dazu kommen? Alles noch Nebenquests? Ich bin verwirrt. Was haben wir denn hier? Briefe. Ah, die Briefe aus Augment. Ah, das sind auch alles Nebenquests, oder? Die bestimmt auch oft einfach guten Loot dann noch bringen, ne? Okay. Auch jemand, der von Visionen geplagt wurde. Oh. Ja, diese Briefe. Okay, das klingt nicht verkehrt. Die werden wir auf jeden Fall auch noch angehen, nach und nach. Zu viele Zufälle. Und passen Sie auf, haben wir eben noch gefunden. Was hatten wir hier denn? Dieses Hauptquartier. Genau. Ja. Also, oh mein Gott. Also da werden wir uns auf jeden Fall auch noch durcharbeiten, keine Sorge. Wir gehen auch schön die Nebenfälle an. Also jemand, der jetzt nur die Hauptstory sehen will, müssen wir jetzt wahrscheinlich hier enttäuschen an dieser Stelle. Dieses Spiel ist so gut. Wir nehmen hier auf jeden Fall mit, was wir kriegen können. An Walter! Walter, gnade dir, Kaul, wenn du wieder die Sachen mit deinen Immobilien für ein anspruchsvolles, kostenbewusstes Klientel durchziehen willst. Theoretisch kann es mir ja egal sein, dass du Bruchbuden vermieten willst, in denen Monster ihr Unwesen treiben, aber du kommst mir damit in die Quere. Also mach keine Dummheiten. Ich weiß, dass du dich auf dem Fischmarkt herumtreibst und ich kenne gefährliche Leute, die ich dir auf den Hals hetzen könnte. Du weißt also Bescheid, Vic. Okay, an Walter. Und hier liegt noch ein Zettel. Die Zeichen der Einheimischen. Darren, langsam komme ich dahinter. Die Einheimischen markieren besondere Orte. Eine Tradition, die es schon vor der Flut gab. Wie Landstreicher hierzulande, bringen sie Zeichen an. Das hier geht es jetzt um die Gaunerzinken, die an den Truhen und so sind, glaube ich. Die Bedeutung einiger dieser Zeichen konnte ich schon entschlüsseln.
Das Zeichen auf Türen, das wie ein Haar aussieht, bedeutet, dass das Haus bewohnt ist. Ein gitterähnliches Zeichen weist darauf hin, dass dort ein Versteck mit brauchbarem Zeug ist. Zeichen, die wie ein V aussehen, markieren abgeriegelte, gefährliche Orte, an denen man wohl reiche Beute machen kann. Das spiralförmige Zeichen gibt mir noch Rätsel auf. Vielleicht kriegst du heraus, was es bedeutet. Ach, falls du ein Kreuz mit 3 Ks stößt, halte deine Knarre raus. K. Oder hol deine Knarre raus. Okay. Weiß nicht, können wir den Typen auch noch irgendwas befragen? Hier ist noch ein Brief. An meinen lieben Neffen, lieber Viktor. Wie geht es dir in Oakmont? Solltest du Hilfe benötigen, werden die Blackwoods zur Stelle sein. Ich habe das arrangiert. Was deine Frage betrifft, ich weiß leider nicht, wohin es Robert verschlagen hat. Mir ist nur bekannt, dass er nicht in Innsmouth geblieben ist. Wir dürfen die Hoffnung nicht aufgeben, dass er diesen schrecklichen Überfall überlebt hat. Kümmere dich bitte gut um das Hotel. Viele Verwandte haben sich dafür interessiert, aber du bist und bleibst mein Lieblingsneffe. Ich weiß, dass das Devil's Reef bei dir in guten Händen ist. Liebe Grüße, Tante Porsche. Oh. Wir dürfen nicht die Kasse ausrauben. Was für ein trauriger Tag. Okay. Dürfen wir den lieben Mann denn noch etwas fragen? Den lieben Mann fallen. Oh. Ich behalte sie im Auge, Neuankömmling. Okay. Na gut. Ha. Also es ist bewohnt. Das ist doch alles gut zu wissen. Und hier haben wir eine Map und da haben wir, glaube ich, eine Schnellreise. So, unser schönes Devil's Reef Hotel. Dann würde ich sagen, gucken wir uns mal kurz. Erstmal drücken wir das hier noch weg. Und dann schauen wir mal. Das Hauptquartier befindet sich an der Kreuzung Escher in Coverside. Escher Road, Hubert Avenue. Coverside. Hubert Avenue und Escher Road. Escher Road haben wir hier. Escher Road. Wo ist denn die Coover-Dings? Old Church Road, Bassett Street. Wo ist denn diese Coover Avenue? Sie kommt die von hier oben. Also man muss sich hier die Sachen tatsächlich immer selbst raussuchen. Da ist die Goldberg Road. Ne, Goldbridge Road. Das ist die Diddle Road, Old Church Road. Also hier fängt die erst an. Warte, was war es? Hubert Avenue? Ja, Hubert Avenue. Okay. Dann... hatte ich es gerade noch. Wo war denn die Hubert Avenue? Ich habe mich nur gerade gefreut, dass ich sie wieder gefunden hatte. Das ist die Howard Street. Ich hätte nicht raustappen dürfen. Ah, hier, Hubert Avenue. So, und hier an der Kreuzung ist es so. Jetzt darf man sich hier nämlich schön eine Markierung setzen und selbst hingehen. Genau. Und das mag ich. Keine Briefe für uns, wie es scheint. Und dann geht's jetzt nämlich hin. Huch. So. Und ihr seht, hier ist es ab und zu ein bisschen überflutet. Und ich glaube, man muss da aufpassen, weil es gab Orte, aber ich glaube, die finden wir erst, wenn wir da sind, die quasi abgeriegelt sind, weil da böse Kreaturen sind. Aber ich bin immer so direkt verführt, mich hier umzusehen, wenn wir irgendwo hingehen. So. Eigentlich, ne, straight up zur Markierung gehen, aber... wie denn, wenn hier auch überall Stuff ist? War da jetzt einfach nichts drin? Oder bin ich wieder mit irgendwas voll? Und wir müssen auch unbedingt mal skillen. Ich glaube, ich bin ein bisschen zu geizig mit meinen Skillpunkten. So. Okay. Aber ihr seht, alles ist so ein bisschen teilüberflutet dann. Aber das ist auch eigentlich immer echt ein nicer Vibe. Wir haben einen Innsmouther.
Der allmächtige Kaugel wird namenlose Schrecken aus den Tiefen emporsteigen lassen. Und die verdammte Bruder, geht's dir gut? Tut Buße für eure Sünden. Hört coole Tattoos, so. Okay. Moin. Du wirkst angespannt, Schätzchen. Du musst dich mal richtig gehen lassen. Später vielleicht. Also ihr seht interessante Personen, auf die man hier stößt. Ja. Gut, ja, wir suchen das Hauptquartier weiter. Wir suchen das Hauptquartier weiter. Genau, und dieses durch die Stadt ziehen, das mochte ich immer auf jeden Fall sehr. Das gibt einfach ein gutes Feeling, einen guten Vibe. So. Noch ein Innsmouther. Hier sollte das dann irgendwo sein. Wahrscheinlich hier, oder? Ha? Das sieht so aus, als... Ja. Hauptquartier der Expedition. Da sind wir genau richtig. Wunderbar. Sieht auch schon sehr expeditionig aus hier. Oder? Den Schlüssel werde ich nicht mehr brauchen. Ja. Ha. Natürlich ist hier was im Argen, ne? Sieht ein bisschen verwüstet aus. Das wurde komplett zerstört. War vielleicht jemand nicht damit einverstanden, dass es diese Expedition gab? Oder sind doch noch andere zurückgekehrt? Die Gefahren beim Tauchen. Die Dekompressionskrankheit bei Tauchern kann verschiedene Symptome hervorrufen, darunter Schmerzen, Bewegungseinschränkung, Übelkeit, Erbrechen und Orientierungslosigkeit. Akute Symptome können innerhalb von 10 Minuten nach dem Auftauchen auftreten. Zum Beispiel Lähmungserscheinungen, Druckempfindlichkeit der Muskeln, Blindheit, Taubheit, Schwindel, Krampfanfälle, Benommenheit oder Sprachstörung. Lähmungserscheinungen und Druckempfindlichkeit können bei mehreren Körperteilen gleichzeitig auftreten. Ja, ich glaube aber, was Albert hatte, war ein bisschen mehr als nur Dekompressionskrankheit. Hier ist irgendwo was, ne? Ah, ein Vogel. Oh. Okay. Sollten nicht zu lang in dieser Ansicht bleiben. Das tut uns nicht so gut. Hier haben wir noch ein bisschen Loot. Ein bisschen Schießpulver. Wunderbar. So mag ich das. Wie viel haben wir hier eigentlich? 30 von 30. Bis jetzt läuft es noch ganz gut mit der Munition. Ja, ja, ja. Lass mich raten, der Vogel will hier weiter hoch? Nee, der Vogel sagt hier. Ja. Oh. Moment mal. Ein geheimer Durchgang? Oder hätten wir auch hier rumgehen können? Ich bin verwirrt. Ha.